Ein ausgehungerter Mann wird ins Gefängnis geschmissen. In der Zelle sitzt bereits ein dicker Mann. Vor ihm ein Teller Suppe. Es vergeht einige Stunden, ohne dass der dicke Mann die Suppe isst. Dann fragt ihn der ausgehungerte Mann, ob er die Suppe haben darf. Der dicke Mann schiebt ihm die Suppe wortlos hin und da beginnt der hungrige Mann zu löffeln. Auf dem Grund des Tellers angekommen, sieht er eine Kakerlake und kotzt. Darauf der dicke Mann: So weit war ich auch schon mal. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Und ich bin erleuchtet. Wie lange ich diesen Witz schon nicht mehr gemacht habe, ich liebe ihn immer noch. Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, oder wenn wir meiner Demografie, also der Anzahl von Frauen und Menschen, die mir so zuschauen, glauben wollen, meine Ds und Herren, willkommen zu einem neuen Let's Play Part, das hatte ich schon gesagt, in dem wir endlich, ne, nach jahrelangem Warten, okay, es waren 2 Wochen, und ewigen Farmen, gut, es war durch meine eigene Dummheit bedingt. Warte, ich habe eine neue Request. Ich soll Kirin-Käse und goldenes Getränk essen. Ich weiß noch nicht, wie ich das goldene Getränk essen soll, aber egal. Nachdem wir jetzt ewig... Übrigens, Request erfüllt. Ich habe ihn hinbekommen. Yes. Gewartet haben und gefarmt haben, ist es nun endlich soweit. Marvel's Infinity War ist nur noch 8 Tage entfernt. Ja, und wir machen heute den Fatales, ne, um mal beim Thema zu bleiben. Aber trotzdem, bin ganz leicht gehypt. Problem ist, um direkt mal das Thema für den heutigen Tag anzuschneiden, was ich ja nun wunderbar mit einer grandiosen Überleitung getan habe, wie es halt so häufig vor Marvel-Filmen ist, würde ich ganz gerne das mit Freunden sehen. Ich habe Black Panther ohne Freunde gesehen, was der Grund ist, ich vermute, was der Grund ist, warum ich den als einziger meiner Freunde relativ schlecht einschätze. Oder vergleichsweise für andere Marvel-Filme nicht so grandios. Muss der Marvel-Fanboy hier mal zugestehen. Und meine anderen Freunde meinen halt, dass der durchaus relativ geil und groß und geil und, ne? Versteht ihr? Aussieht. Bin gerade übrigens wieder halb auf Icecrack. Ihr wisst, mein Ben & Jerry's-Effekt ist wieder ziemlich hoch. Dieses Mal aber nicht Ben & Jerry's, denn das gibt's bei Aldi nicht. Böses Aldi und mein Vater geht da immer einkaufen und er hat mir Supreme mitgebracht. Cookies und Cream. Ja, es reimt sich. Ich hoffe, dass ich jetzt genauso supreme bin wie die Marke, ansonsten wird das hier ziemlich scheiße. Hashtag absolut kein Product Placement. Und, was wollte ich nochmal sagen? Also warte erstmal das eine Produkt abhaken. Mein Quellbrunnenwasser ist leider schon leer. Nächstes Produkt abhaken. Gut, irgendwie muss man sich hier über Wasser halten. Genau, denn wir haben nochmal Videos geschaut und, da ging es natürlich um Marvel-Filme. Wir haben nun als Gruppe, als Dreiergruppe, ich und meine besten 2 Freunde, Freund und Freundin, also ein Freund und eine Freundin. Und ich habe jetzt überlegt, das Witzigste daraus zu machen, aber aus dem Hashtag NoHomo und Hashtag NoHetero ist mir nichts eingefallen, daher. So, und haben wir halt die Filme bis zu Guardians of the Galaxy chronologisch schon alle durchgeschaut. Danach kamen Prüfungen und Stress und wir hatten nicht mehr Zeit, uns zu treffen. Jetzt vor Marvel's Infinity War, scheiß auf Prüfungen, scheiß auf Uni, wir müssen die Filme gucken. Und haben meiner Meinung nach ungünstigerweise andere Freunde noch mit eingeladen. Wir haben nämlich da so ein paar Leute, was größtenteils die Frauen sind. Zusätzlich auch einige Männer, die ich an dieser Stelle sehr stark verspotten möchte, die Marvel-Filme nicht mögen. Und, oder allgemein immer so meinen, Superheldenfilme. Ja, mir ist die Story auch plump. Ich lach wegen den Scheißwitzen und gehe deswegen dort rein. Egal. Ist scheinbar bei denen nicht so. Die wollen Neuigkeiten haben. Und da kommen wir gleich mal zum Thema. Wir haben, um das mal ins richtige Rampenlicht zu locken, Marvels
Avengers 2 Age of Ultron gesehen. Die 2 ist da, glaube ich, jetzt von mir ein bisschen reingefotoshoppt worden an dieser Stelle. Und dass ich ein Bild gezeigt habe, bin fast wie Chuck Norris. Chuck Norris benutzt Photoshop ohne ein Bild. Und, Problem war halt, also erstmal, schon im Vorhinein hat eine der dann Zuschauenden gesagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Das war die, die am zweitstärksten gegen Marvel-Filme oder allgemein Heldenfilme wettert. Die, die am stärksten wettert, war gar nicht mit dabei. Und, schlaue Entscheidung, kann ich an dieser Stelle nur respektieren. Hätte sie ruhig weiter machen können, hätte noch ruhig anderen machen können. Das Problem war, wir haben dann den Film geguckt. Wie gesagt, mit der Einstellung, du hast richtig gemerkt, wie die nicht den Film sehen wollten. Also theoretisch so Gruppenzwang, wir gucken mal mit, weil hey, die sagen, das ganz cool ist. Wir wissen zwar, dass wir den Scheiß nicht mögen. Mehr oder minder Zitat. Und gucken wir einfach mal mit. Die haben natürlich vorher noch ein bisschen Gläschen Wein getrunken. Von mir aus können sie gerne machen. Und danach ging halt der Film los und die ersten 5 Minuten haben die halt bloß dumm rumgeschwätzt und rumgelabert. So, der Plot wird erklärt, die Hauptsachen, die stellen die Charaktere vor, weil das finde ich meiner Meinung nach das wunderschön beim Marvel-Film. Du musst nicht alle 19 gesehen haben. Ja, es gibt, glaube ich, an die 19. Sei denn, ich habe mich verzählt. Ich glaube, es waren 16. Irgendwas mit mehr als 15. Und du musst sie gar nicht alle gesehen haben. Ein Großteil ist einfach selbsterklärend. Vor allen Dingen, weil die auch immer wieder so Szenen reinnehmen, wo die halt extra nochmal die Fähigkeiten und so weiter, was Plot wichtig ist, halt erklären. Gut, die ganzen Easter Eggs und so weiter, die erkennst du halt nicht. Da lacht der neben dir, du weißt nicht wieso. Gut, da fragst du halt mal nach. Das ist von mir aus wunderbar in Ordnung. Aber, den Plot an sich, das Wichtigste für den Plot wird halt erklärt, du kannst den Film verstehen, ohne Vorwissen zu haben. Da bin ich fest von überzeugt. Die reden jetzt die ersten 10 Minuten. Während ich erzähle, werden es immer mehr, das kann ich euch jetzt noch versprechen. Einfach nur miteinander quatschen, ich will den Film sehen, also, ne, okay, ich kenne schon. Denke ich mir, okay, sind Frauen, multitaskingfähig, das müssen sie hinkriegen. By the way, wir haben auch Star Wars zusammen gesehen. Die haben bei Star Wars 4, ich muss kurz überlegen, ob ich noch was Wichtiges mitnehmen muss, Wettstände wären nicht doof, haben bei Star Wars 4 nicht mitbekommen, dass Alderaan in die Luft geflogen ist, Aldebaran, der Planet in die Luft geflogen ist. Dann haben sie am Ende gefragt, warum ist denn der Todesstrahl so böse, warum haben die Angst vor denen? Da hätte ich schon wissen müssen, dass sie kein Multitasking können, aber na okay. Das wir haben halt Star Wars geschaut und am Ende saßen die halt echt so da, ja, was so alles, warum hatten die Angst davor? Die haben Planeten in die Luft gejagt, wurde gar nicht gezeigt. Doch, haben wir zurückgespult, nur um denen zu zeigen, guck mal, der Planet ist in die Luft geflogen, bei Star Trek. Egal. Gut. Und da dachte ich mir, okay, es ist Intro, vielleicht kriegen sie irgendwie ein bisschen mit, sind Frauen sind multitaskingfähig, das haben die gefälligst zu sein, denn wir Männer sind es nicht und die Frauen rühmen sich damit, also sollen die es hinkriegen. Die haben es nicht hinbekommen. Große Zusammenfassung. Und das war halt echt dann so das große Problem, dass dann halt regelmäßig die Frage, also 5 ist wohl uns erklärt und so 10 Minuten später wurde genau gefragt, was gerade erklärt wurde. Weil ich mich schon so ganz leicht aufgeregt hatte. Und dann, das Krasseste war, als sie dann angefangen haben, die Fragen zu stellen zu dem, was in diesem Moment im Film erklärt wurde. Da bin ich leicht ausgerastet, ganz leicht. Muss ich dazu sagen, bin ich etwas lauter geworden, so, schaut doch den scheiß Film, genau das wird gerade gesagt. Aber okay, ich bleib mal ruhig. Von mir aus, ne, sie wollten ja wissen, waren wesentlich interessiert, haben es zumindest vorgegaukelt, so wie bei allem, was mich im Herzen bewegt und die eigentlich... Weiß gar nicht, ob ich der Freundesgruppe bin, weil letzten Endes das, was ich will, ist ihnen auch scheißegal. Aber egal, das sind meine Depressionen, brauche ich jetzt nicht dran abzutriften. Nein, wir bleiben bei dem eigentlich wichtigen Thema, auf das ich führen will. Denn, das ist jetzt erstmal bloß, um mich auszukotzen. Das Thema kommt noch. Ist was anderes, aber egal. Und, wie gesagt, es war halt gerade bei Thors Hammer. Was kann der, was ist mit Allmächtig und so? Genau, die Moment erzählt das scheiß Thor. Gott himself redet und die Typen reden drüber. Das ist nicht toll. Und ich sollte, glaube ich, aufhören, so viel zu labern. Ansonsten wird der Fatalis mich in Grund und Stücke reißen. Aber naja, gut, sind wir eh gewohnt. Und am Ende... So, meine Meinung nach halt ein cooler Film. So, wie fandet ihr den? Einer hat nochmal... Genau, wir haben dann am Ende noch gesehen. Am Ende ist ja Spoiler-Alarm. Dass Wanda, so war, glaube ich, ihr Name. Müsste Wanda gewesen sein. Halt fliegen kann. Mit ihren elektromagnetischen Fähigkeiten. Vorher haben sie schon immer mal so kurz gesagt, okay, gut, warum kannst du das, warum nicht? Wir sind Physiker, wir müssen das. Und, wieso kann sie jetzt fliegen? Naja, sie könnte in ihren Kleidung ein bisschen Metall drin haben. Und dann würde es elektromagnetische Abstoßung haben, weil der Boden war Metall, kann fliegen, easy. Logisch erklärt.
So wie bei jeder anderen Marvel-Fähigkeit. Du kannst bei allem, selbst Doctor Strange ist da nicht zu 100% eine Ausnahme, kann ich hier von The Game Theorist, oder halt Film Theorist in diesem Fall, MadPad, das Video empfehlen, wurde wunderbar physikalisch aufgezeigt, dass Doctor Strange physikalisch funktioniert. Jede Fähigkeit, bis auf einzelne kleine Mankos, funktioniert physikalisch oder ist zumindest in sich selbst geschlossen. Was geil ist. Und wir erklären ja halt immer wieder, wie das da in sich geschlossen und so weiter. Und sie dann halt so, das ist doch Schwachsinn. Nee, weil guck mal das und das. Sogar mit Formeln bei Ant-Man haben wir es ihr dann erklärt. Und dann trotzdem, ja, nee, ist Schwachsinn. Funktioniert so nicht. Eine Ameise kann doch auch nicht stärker zuschlagen. Du hast meinen Punkt nicht mitbekommen. Fuck, ich sollte... Ach du Scheiße. Ach du motherfucking shit. Ich hätte vielleicht die Rüstung ein bisschen aufbessern sollen. Oder mir ein paar Samen mitnehmen sollen. Ach du Scheiße. Hat er mich gerade zur Hälfte ge-one-hitted? So ge-half-hitted? Shit, ich sollte echt nicht so viel reden. Warum habe ich mir ein Thema für diese Folge rausgesucht? Das war absolutistischste doof. Fast wie Kommunismus, was? Egal, und wenigstens trifft er mich hier nicht, solange ich nicht zurückspringe. Das ist schon mal der große Vorteil. Und meint dann halt, ja okay, so ein Bullshit, sowas kann euch doch nicht gefallen. Ich dachte mir, doch, das ist einer der besten Filme. Gut, nicht einer der besten. Guardians of the Galaxy 1, 2 und Thor 3 sind immer noch unangefochten, aber er ist einer der besseren auf jeden Fall. Also, sowas kann doch keinem gefallen. Doch mir! Das hat mir so ein bisschen im Herz wehgetan. Und anschließend dann so zu anderen gefragt, die auch ein bisschen skeptisch waren. Und wie fandest du's? Naja, ha, so geflecht, ich muss erst noch wieder rauskommen. Ich muss erst mal wieder aufwachen. Na, wenn man nicht zuhört, schläft man natürlich ein. So. Das war die Grundaussage. Ich war also leicht angeraged. Dahingehend werden jetzt auch meine folgenden Kommentare wahrscheinlich noch gehen. Der macht Donner, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich auf den Boden achten sollte. Alles gut, okay. Denn ich will nicht unbedingt in den ersten 10 Minuten sterben. Wäre schön, wenn ich länger überleben würde, obwohl ich gerade über ein Thema rede. Und da kommen wir zum eigentlichen Thema. Dass wohl angeblich die Marvel-Filme alle gleich aufgebaut sind. Okay, du hast halt einen Bösewicht, der will die Welt zerstören, war das Argument von denen. Und dann kommen die Superhelden und retten das. Grundsätzlich, bis auf, wenn du es grob überblickst, stimmt das? Es ist in gewisser Weise dahingehend gleich. Das Problem ist halt nur, das ist jedes Genre. Deswegen gibt es diese Unterteilung in Genres überhaupt, weil halt das dann irgendwo irgendwie gleich ist. Deswegen, jede Romanze am Ende haben sie sich geliebt. Jeder Pornofilm am Ende gibt es einen Höhepunkt. Die sind immer irgendwo gleich. Jeder Horrorfilm macht die Angst. Yay! Grundaufbau ist bei jedem Genre irgendwo gleich. Okay, gut. Ja, wie gesagt, ich gebe ja zu, dass es vielleicht irgendwo stupide klingt. Aber es ist nicht stupider als Valentinstag zum Beispiel. Es ist nicht zwangsweise stupider als Herr der Ringe. Weil auch da alle drei Filme bis auf einzelne Nuancen gleich aufgebaut sind. Wenn du es stark genug abstrahierst, ist es gleich. Und das, worum es geht, sind halt dann doch die Interaktionen zwischen den Teilen. Aber das kann man da einfach ignorieren und drauf rumhaten, ohne es auszuprobieren. Aber na gut. So, dazu jetzt zu der Frage. Was ist eure Meinung? Wie stupide ist es wirklich? Und mögt ihr überhaupt diese typischen Superheldenfilme? Wenn ja, warum? Um das mal auf einen ordentlichen Content zu bringen, ich brauche nämlich mehr Meinungen. Bin ich einfach bloß ein kleines Arschgesicht, dessen Meinungen nicht zählen sollten? Oder ist die Fanbase doch groß genug, dass man mir sagen kann, okay gut, jeder darf das mögen, was er will. Mögt deine Superhelden-Dinger und Pokémon Go und alles ist in Ordnung. Ich meine, immer wenn ich anfange von irgendwas zu reden, was mir wirklich am Herzen liegt oder was ich gerne mache, gerne tue, kriege ich halt aus meiner Freundesgruppe so einen Schlag auf den Kopf. Symbolisch gesprochen, teilweise auch physisch tatsächlich, aber in der Regel symbolisch gesprochen. Und das ist halt mich gerade so ein bisschen beschäftigend. Deswegen an euch, wie gesagt, grundsätzlich, fuck, das war doof, wie sieht's bei euch mit Superheldenfilmen aus? Würdet ihr sie mal ausprobieren? Habt ihr sie mal ausprobiert? Wenn ihr sie mögt, wieso? Wie gesagt, bei mir ist es halt eher so, ich mag die Witze dahinter, die geilen, oder wie sie andere nennen, dummen Sprüche, die regelmäßig raushauen. Ich liebe es, mich kaputt zu lachen, deswegen... Hätte ich mal gesagt, tot zu lachen, da hätte ich es jetzt
Grund zum Lachen gehabt, aber kaputt lachen. Gut, der hat mich kaputt gemacht, ne? Hahaha, wie schön. Und ich habe gerade den Maxi-Trank getrunken. Nicht so ein fucking Ernst, oder? Schluck Maxi-Trank, buff tot. Ja, ich glaube, ich bin One-Hit. So viel können wir bei dem Angriff schon mal festlegen und festhalten. Übrigens, ich werde wahrscheinlich ungefähr mindestens 3 bis an die 20 Versuche brauchen, um den zu töten. Es wird eine lange Regress gegen den, so viel können wir uns sicher sein. Und ich hatte immerhin, naja, 5 Minuten durchgehalten. Punkt genau. Ich hatte Punkt genau 5 Minuten durchgehalten. Woo! Ich bin so stolz auf mich. Das ist länger, als ich mit dem Taschentuch durchhalte. Sehr schön. Und wie gesagt, deswegen hat mir auch Black Panther nicht ganz so gefallen, weil es da bloß einen grandiosen Witz gab. Es war eine coole Szenerie, Wakanda sah super aus. Aber es gab halt bloß den Sneakers-Witz. Deswegen war es jetzt nicht so, hey, würde ich jedem empfehlen zu gucken. Und ich muss ehrlich zugeben, verschreit mich als Scheiße! Zitat Ende. Sorry, wir sind kein Neu, wir selber lachen. Nein! Scheiße, Lutsche, Alter. Jetzt habe ich langsam Angst vor dir. Ich habe dich schon mal fast tot gedreht und zumindest versucht, tot zu treten. Ich habe dich mit dem Verkackten mit meiner Fleischkeule erledigt. Jetzt fang nicht an, so zu tun, als wenn du was Großartiges wärst. Das bist du nämlich nicht, mein lieber Vatalis. Ich hätte Honig mitnehmen sollen. Egal, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, nennt mich Rassist zu Black Panther, aber tatsächlich hat mir wahrscheinlich auch Black Panther deswegen nicht gefallen, weil ich die erste Hälfte des Films lang nicht seine Freundin und seine Schwester unterscheiden konnte. Ja, es waren mir dann irgendwann zu viele Leute da, die ich nicht unterscheiden konnte, weil sie alle dieselbe Frisur hatten. Vielleicht bin ich da etwas rassistisch, weil ich meine, die sehen alle gleich aus. Das kann durchaus sein, ja, das gebe ich zu. Aber das Problem hatte ich auch beim Kaufhauskopf, da waren sie alle weiß. Also es ist nicht rassistisch, sondern einfach meine eigenen Inkompetenz, Leute zu unterscheiden. Ich musste den Kaufhauskopf 3-mal sehen, okay, 2-mal, um ehrlich zu sein, um mitzubekommen, dass er immer mit derselben Frau flirtet. Weil die ist halt, was nicht gesagt wird, explizit, sondern bloß gezeigt wird, die ist halt Perückenverkäuferin. Deswegen hat die Frau beim Kaufhauskopf in jeder Szene andere Haarfarbe. Ich bin damit nicht klargekommen. Ohne Scheiß. Ich dachte, der ist voll... Oh, shit. Der ist voll der Babbo und flirtet immer mit einer anderen, weil die eine andere Haarfarbe hatte. Und bei Black Panther haben die halt alle schwarze Haare. Und ungefähr gleich gestylt. Bis ich auch eine Ansatzweise mitbekommen habe, dass das 2 verschiedene Personen sind. Inzest ist Wincest. Und sie dann noch unterscheiden konnten, das war anstrengend. Dann am Ende, im Endkampf, hatten sie ja zu glücklicherweise 2 verschiedene Outfits an. Easy, hab ich hinbekommen. Aber davor, also das war so meine schlimmste und schwerste Aufgabe im kompletten Film. Aber naja, egal. Zumindest den Halbhauptbösewicht habe ich ganz gut hinbekommen wiederzuerkennen. Auch wenn ich, bevor ich Age of Ultron nochmal gesehen hatte, shit, das wird knapp, ach, sehr gut, nicht mitbekommen hatte, dass tatsächlich der Typi früher schon mal bei Age of Ultron vorkam. Zeitweilige zurückziehen. Ich muss unbedingt Panzer sagen und Panzer heute mit dem Alter. Ich bin jetzt sogar mit normalen Treffern One-Hit, weil ich nicht mehr maximales Leben habe. Oh, nice. Es waren nochmal 3 Minuten. Läuft. Läuft hart bei mir. Shit. Egal. Ich habe auch noch andere Sachen zu drüber reden. Keine Sorge, Fatalis. Während ich dachte eigentlich mit diesen ganzen Farmquests meinen Erwartungswert stark genug gesenkt zu haben, um jetzt geil rocken zu können, habe ich mich wohl vertan. Ich bin nicht auf dem Rocken, ich bin auf dem Harz. Denn ich harz hier rum und mache halt nix. Zumindest nichts, was ihn scheinbar töten könnte. Was mich gerade sehr beschämt. Eigentlich wollte ich es, deswegen habe ich die ganzen Bomben mitgenommen, wenigstens bis zum Armor-Mode schaffen. Ich meine, er ist zwar rot, aber ich glaube nicht gearmort. Deswegen, weil Armor hier nicht seinen Teil getan hat, brauche ich die Bomben auch nicht zu benutzen. Und deswegen will ich eigentlich noch mindestens bis dorthin kommen. Problem ist, ich darf halt überhaupt nicht mehr getroffen werden. Von keinem Angriff.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Aber ey, zumindest Footsteps gehen in Ordnung. Aber ich brauche mich auch nicht mehr zu heilen. Hey, wir können ein bisschen Honig sparen. Seh was positiv. Egal, ich habe auch noch andere Sachen zum drüber reden. Zum Beispiel, dass er mir gerade einen Low Five gegeben hat. Sehr freundlich von ihm. Und ich habe Donald mit. Warum habe ich Donald mit? Donald ist scheiße gegen weiße Leute. Der mag weiße Leute. Gegen Schwarzen fatal ist, wäre Donald. Er wäre da mit Bomben draufgerannt. Der hätte den erledigt in 0, nix. Hätte er mal wieder einen Vergeltungsschlag geschossen, ohne dass vorher was passiert ist. Vergeltung. Neu definiert. Und, oder auch gegen den Roten fatal. Wäre alles super gewesen. Aber gegen den Weißen ist der Teufel Tony besser gewesen. Oder Honey. Honey, I got love in my tummy. Wäre natürlich auch nochmal perfekter. Egal, ich habe nämlich noch andere Sachen zum Reden. Außer Dummheiten und Bullshit habe ich nämlich noch Physik. Und erstmal eine positive Nachricht, die zu Physik überhaupt mal leitet, damit wir einen Übergang haben. Woo! Was auch ein physikalischer Begriff ist. Yay. Und zwar nämlich zum Thema Streams. Er hat mir gerade das Herz aus dem Leben gerissen. Ich sollte auf jeden Fall Panzersamen mitnehmen und vielleicht die Rüstung noch ein bisschen aufbessern. Ich hoffe, dass ich es noch nicht maximal aufgebessert habe. Ansonsten wird das jetzt demnächst sehr, sehr witzig. Guter Start in den ersten Kampf. Ich habe nicht mal mehr Geld. Fuck. Ich sollte mich mehr auf das Spiel und nicht aufs Reden konzentrieren. Aber es ist zu spät. Ich habe nämlich zu lange nicht mehr aufgenommen. Nachteil von so wenig Videos am Tag ist, dass ich auch weniger aufnehmen kann. Gut, ich könnte eh nicht mehr aufnehmen. Das heißt, es häufen sich so die Themen zum Reden. So, denn wir haben noch was anderes. Und zwar haben wir erstmal wieder zum Thema Streams, bevor mich der liebe Fatalis aus dem Leben geschlagen hat. Ich habe mehr Internet. Meine Eltern wollten eigentlich kündigen und was Billigeres holen. Darauf kam wie jedes Mal, wenn du bei irgendeinem Internetanbieter halt kündigst. Also anbietest zu kündigen, sage die halt, stopp. Warte, ich hatte vorhin Verteidigungs-Debuff und war trotzdem One-Hit. Okay, vielleicht sollten wir den High-Rank-Fatal das machen. Nein, ich gebe nicht auf. Also goldenes Getränk und Kirin-Käse. Request wieder erfüllt. Aber wie gesagt, wir wollten kündigen und wie immer kam dann nachher so ein Anruf. Hey, wartet, wir haben da was für euch. Und nach ein bisschen hin und her und tralala, was glaube ich jetzt nicht allzu witzig wäre es fürs Erzählen. Ich erzähle trotzdem. Ich brauche gerade ein bisschen was, um Zeit zu füllen, um mich irgendwie wieder vorzubereiten. Letzten Endes einfach hat erst seine Frau bei uns angerufen und meinte halt, ja, hier, von Vodafone. Und warum haben sie denn gekündigt? Wir können das hier doch besser machen. Und hat uns halt, wie zu erwarten, einen besseren Vertrag angekündigt. Mit 500 Megabit pro Sekunde, glaube ich. Das ist wirklich ein geiles Ding. Und meinte auch, ja gut, hier, ich schicke ihn dann einen Router und alles gut und alles schön. Irgendwann kam dann ein Brief. Und ja, ein super Tabu-Meister. Und in dem Brief stand halt, schade, dass sie gekündigt haben. Wir hoffen, sie können uns irgendwann wieder beehren. Oder bitte schreiben sie uns, warum sie gekündigt haben. Und also mein Vater meinte, naja gut, wir haben eigentlich ja nicht gekündigt. Wir haben doch jetzt den neuen Vertrag. Hat die angerufen, ey yo, hier, warum kam jetzt trotzdem die Kündigung? Und da war halt ein Mann am Apparat und sagte, ja, bei uns steht hier Kündigung. Was war denn, haben wir erzählt, ja, Frau hat uns angerufen, hat das und das angeboten. Ich habe gerade mal gegoogelt, in ihrer Umgebung sind 500 Megabit pro Sekunde gar nicht möglich. Hat uns trotzdem wunderbar angeboten gehabt. Ich fange schon wieder an mit Rauschen. Warum? Das wird jetzt im Laufe der Aufnahme nochmal tausendfach schlimmer. Und wenn ich dran rumspiele, scheinbar auch. Rausch nicht. Ach du Scheiße. Das hat's nicht besser gemacht. Ich brauche scheinbar wirklich noch ein neues Mikrofon. Das ist nicht das, was ich hören wollte. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder.